Luxus, hey ho! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Freunde! Ob wir Freunde sind, weiß ich nicht mehr. Doch. Ja, und was ist das da drüben? Umarm mich, komm. Das hier zum Beispiel könnten Sie sein, wenn Sie bei Atze statt Glatze vorbeischauen. Hier eine Kundenrezension von einem zufriedenen Kunden, damit Sie sich ein objektives Bild von unseren Services machen können. Seitdem ich die Haartransplantation bei Atze statt Glatze gemacht habe, habe ich 10 neue Freunde. Ja, da hat Gambo jetzt wahrscheinlich auch einen Freund weniger. Atze statt Glatze, jetzt auf einem Server ihrer Nähe. Mich dreht's. Boah. Wie hübsch. Minecraft-Freunde halten fest zusammen. Freunde für ein Leben lang. Sie sind Minecraft-Freunde. Mich dreht's. Gambos Haare im Wind. Das ist gut. Benxina findet die Haare geil. Wow. Oh. Ryan war da auch. Nutze es seit über 10 Jahren. Alter, das ist ein Fünftel von Bens Lebensspanne. Du weißt, wie sehr ich zu meiner Glatze stehe. Und dann machst du bei sowas mit, gibst deinen Namen dafür her und unterstützt ihn bei der Werbeproduktion. Ich war doch bei Atze statt Glatze und die sind gut. Logo, sag ich dir ehrlich, du solltest da mal vorbeischauen. Die sind super. Du tust ja so, als hätte ich da eine Stunde mit verbracht, jedes Mal ein Skin zu wechseln und da durchzuziehen. Junge, du bist so ein Anti-Mate, wirklich. Und ich dachte, wir sind Freunde. So außerhalb Junge, von Freunde, dass wir Skin, Freunde sind. Da gab's ein Skin mit einem Sixpack. Und ich sag dir wirklich, über den solltest du mal nachdenken. Gambo, ich weiß nicht. Ich glaube, unsere Freundschaft wird sich davon nie erholen können. Der ist anders im Workout. Ist mir egal, ob der im Workout ist. Du musst doch auch mal ein bisschen Spaß tanken können. Spaß tanken können? Nein, ja. Das geht zu nah an meine Glatze. Zu nah an deine Glatze? Ja, ich überlege mir jetzt ganz genau, was ich tue. Nein, komm doch vom Fensterbrett runter. Nein, so weit ist es noch nicht. Ich meine, die Preise habe ich ihm schon mal weggenommen. Da hat er sie einfach wieder umbenannt. Meinte, das ist ein symbolischer Wert. Was hast du hier zu suchen? Du darfst hier gar nicht rein. Das ist mein Haus. Wir sind nicht mehr befreundet. Das ist mein Haus. Nein, das ist das mein hat Haus. Mir, das hat mir Fabo geschenkt. Nein, du hast es gerade kaputt gemacht. Das ist schon richtig so. Hör auf damit! Fabo hat das mit Liebe gebaut. Wenn du das jetzt hier kaputt machst, kommt er erst in 5 Monaten wieder online, um das zu reparieren. Der kommt eh erst in 5 Monaten wieder online. Wieso redest du so über meinen letzten verbliebenen Freund, Fabo? Ich habe keine Freunde mehr auf den dem Server. Den du alle 3 Monate einmal siehst. Ja, aber mindestens tut er mir sowas nicht an. Was meinst du denn mit antun? Das weißt du genau. Das ist ein Werbespot gewesen. Ja, trotzdem. Echte Freunde machen sowas nicht. Warum? Ich versuche dir mit dem Werbespot doch zu helfen. Ja, weißt du, was ich jetzt gemeinsam, mit dem... Ja. Wir fahren doch bald gemeinsam zur Haartransplantation, wenn das so weitergeht. Hier wird keine Haartransplantation gemacht. Doch. Siehst du, was du für ein schlechter Freund bist? Du kennst gar nicht meine Meinung dazu. So ein schlechter Freund. Natürlich kenne ich deine Meinung. Doch, ich gehe jetzt in die Wälder und ich bin da einfach allein. Wir können nur noch 100 Blöcke in die Richtung, bevor der Server anfängt zu laggen. Junge, jetzt reicht es aber. Ich gehe so tief in den Wald, wie ich will, Alter. Was? Ja. Nein, das traust du dich Junge, nicht. Doch, ich traue mich das. Nein. Im Gegensatz zu dir verlaufe ich mich nicht. Das ist schöne Natur hier. Hier kann ich mal die Seele baumeln lassen. Junge, selbst das machst du mir einfach kaputt. Warum schiebst du denn jetzt so Filme? Was machen wir denn heute? Ich schieb Filme, weil du mich verletzt hast. Hab dich nicht verletzt. Doch, hast du. Draußen bleiben, du hast Hausverbot. Das ist mein Haus. Das ist nicht dein Haus. Doch, das ist mein Haus. Das ist nicht dein Haus. Wem soll das denn sonst gehören? Das gehört mir jetzt. Das kann dir gar nicht gehören. Ich hab das gebaut. Das gehört nicht dir. Okay, gut, dann gehört mir das andere Haus mit den ganzen Nein, Affen. Nein, das ist auch mein Haus. Und mir gehören auch die Affen. Nein! Doch. Lass Cappuccino in Ruhe. Doch, mir gehören... Als ob du dahin fliegst. Mir gehören auch die Affen. Und wenn mir die Affen gehören, dann kann ich auch mit den Affen machen, was ich will. Er macht dich anders weg. Er ist sauer auf dich. Ey! Ey, das ist mein Käfig. Ja, den habe ich aus Versehen angeklickt. Nein, ey, gib mir meinen Affen wieder. Das ist vor allem der Affe, der dir am wichtigsten ist. Okay, ich gebe dir den Affen wieder, wenn du mir hilfst, Flo zu pranken. Was willst du denn machen? Weiß ich noch nicht ganz. Es muss irgendwas sein, was ihn richtig hart hittet. Ich glaube, am besten demolieren wir das ganze Gym. Demolieren? Dein Affen kriegst du am Ende wieder. Schauen wir uns die Lage mal an. Oh, ich habe keine Elytra. Können die ganzen Gerüste durch Federblöcke austauschen. Stimmt! Ah, das ist nur so eine Kleinigkeit. Es muss irgendwas Extremeres sein. Ja, aber damit können wir ja schon mal anfangen. Das ist ja schon mal etwas. Okay, gut. Dann holen wir erstmal ein paar Federblöcke.
Kannst ja die nehmen, die du mir letztens abgezogen hast. Ah ja. Ich hole einfach welche bei Flo's Farm. Deine Federfarm? Nee, aber der hat doch da Hühner. Da sind doch safe jetzt noch. Oder nicht? Ach, nee. Stimmt. So, ich ersetze hier die Gewichtsblöcke. Das ist schon mal das. Oh, hier die Fette. Ja, hier machst du zwei hin. Und lässt die 200 an der Seite einfach stehen. Für 200 Gramm oder so. Ja, wir haben einfach nicht genug Federblöcke. Wir müssen kurz auf ins Labor. Ich habe 10 gecallt. Du kommst mit 4 rein und sagst dann, wir haben nicht genug, oder was? Ja. Wie random. Auf ins Geheimlabor. Ich schau auch mal. Wir müssen eigentlich noch welche im Labor haben. Wir müssen, also ich weiß, dass ich 40 hatte und du hast die anders mitgehen lassen. Was? Hä? Warum machst du so eine Unterstellung? Unterstellung? Ich war doch dabei! Hä? Nee. Wenn nicht, müssen wir sie einfach durch Seife ersetzen. Ich habe hier noch 9 Federn, Alter. Wow. Nochmal 2. Nee, sieht schwer, schlecht, scheiße aus. Ich guck mal unten in den Keller. Junge, das Tor ist aufgebrochen. Die ganzen Hühner sind draußen. Was? Junge, nein, da braucht man... Schnell. Wer hat das denn jetzt schon wieder gemacht? Wie random. Guck mal, wie die da alle rausspazieren. Okay, gut. Dann hat die Stadt eine Invasion. Das heißt, ich klatsche einfach alles. Ja, warte, chill. Lass mich die doch vorher noch kurz vermehren, damit wir wenigstens ein paar haben. Elina hat immer noch nicht alle Ohren weggeräumt. Hier sind 2, hier sind 3. Hä? Wo? Bei mir. Also ein, es sind halt 3 Stück, deswegen... Oh, das... Du hast den Kleinen mitgewopst. Ja, aber hier. Was ist das? Das habe ich aufgesammelt. Irgendjemand hat mir auch die Tafeln geklaut hier. Achso, das war ich. Ich habe die mal kurzfristig für... Nein, jetzt reicht's mir. Eine Sache jetzt reicht's auch. Mir wirklich, Gambo. Nein, Junge, nein! Du hast dir auch schon Sachen von mir genommen. Oh, ich habe sie dir immer sofort wiedergebracht. Und das Schild ist schon seit einigen Tagen weg. Schreib das jetzt auch groß auf das Schild hier. Kannst nicht mal schreiben. Klar, pass auf, ich zeig dir. Jetzt bist buff, hä? Ergibt halt keinen Sinn. Und wenn ich sage, die Leute sollen ein Like da lassen? Weil das ist nämlich ein Like. Was ist ein Like? Ja, ist ein Daumen nach oben. Ah, na gut. Dann lassen die wahrscheinlich auch einen Daumen nach oben da. Blob. Blob. Aber was machen wir mit den kleinen Hanteln? Ja, da packen wir... Ja, keine kleinen Federblöcke. Aber würde was anderes Kleines einfallen, was auch sehr leicht vom Gewicht her ist, was dahin passt. Dein Kopf hätte zumindest auch die glatte Form. Wow. Es geht safe aus. Tada. Boah, damit solltest du zur Talentshow. Safe. Wir könnten natürlich auch Flo's Anabolschrank plündern. Der, was der hier veranstaltet hat, ist das geisteskrank. Junge, Junge. Lass mal alles durch Apfelsaft ersetzen. Orangensaft. Orangensaft, ja, da brauchen wir erstmal eine Kiste, warte. Frag nicht, was für Saft, einfach Orangensaft. Das ist der andere Booster. Der boostet nämlich dein Immunsystem. Wir packen da jetzt Apfelsaft, Orangensaft, Capri-Sonne und Actimel rein. Oh, Junge, Actimel. Actimel aktiviert Anabolkräfte. Oder wollen wir nicht irgendeine Kack-Potion einfach brauen? Wir können auch einfach Wasser nehmen. Stimmt! Okay, ich habe alles eingetütet. Ich hol die Sachen so lang schon mal. Aua. Okay, so, ich bring die Kiste mal kurz ins Labor und dann bereiten wir die Wasserflaschen vor. So, haben wir noch Glas, Gambo? Heikles Thema. Ist schon wieder verschollen, schon wieder das kann nicht sein. Schon wieder das ganze Glas, Alter, das kann nicht sein. Okay, wie benennen wir das? Capri-Sonne? Capri-Sonne, Actimel, Rosaft, Apfelsaft. Warum bin ich nicht geflogen? Du bist auf ganz dünnem Eis. Wir brauchen Wasser. Ich geh mal kurz. Hab einen Wassereimer dabei, hier. Ich will jetzt frisches, naturelles Wasser. Er kriegt nur das letzte Güllwasser, wirklich. Das Problem ist, man kann das nicht stacken. Wir müssen ja, komm doch einfach her, hier ist ein Wasserloch. Stell den Amboss daneben auf. Ah, der ist ja fast im Arsch. Macht das einen Unterschied, wenn wir erstmal 40 Flaschen verzaubern und die dann abfüllen? Ich glaube, die werden dann wieder zu Wasserflaschen. So, wenn ich jetzt ein Stack Flaschen... Aber der hat doch auch nicht die Flaschen im Regal umbenannt. Die heißen da auch einfach nur Erfahrungsfläschchen.
Hat er die Regale umbenannt vielleicht? Nee, der hat nur das hier eine, eine einzige Flasche hat er umbenannt. Nee, das bringt nichts, das zeigt es nicht an, wenn wir uns die Mühe machen. Wir bauen jetzt einfach die Regale ab, füllen da Wasserflaschen ein und benennen eine Flasche um. Oder besser, nee, wir machen ja doch mehrere Flaschen. Stimmt, wir machen ja noch die Podeste. Ach so, die wird mir gar nicht angezeigt. Scheint ein Ladefehler zu sein. Bei mir werden Wasserflaschen einfach farbig. Bei mir werden die Wasserflaschen gar nicht angezeigt. Das scheint Hexerei zu sein. Lol, da steht einfach eine fette Flasche. Wo stehst du, Gammo? Weil du auf dem Podest stehst. Wieso bist du so verletzt? Aber bei mir werden in den Regalen die Wasserflaschen. Ich kann die auch nicht reinpacken. Ja, da muss man reconnecten, denke ich. Ja, egal, es passt schon. Ich benenne hier die Flaschen um. Auf was benenne ich die denn um? Einfach Wasser. Hast du schon gute Namen für die Podestflaschen, was wir da draufschreiben? Also vier Sachen. Wir können ja ein paar Säfte nehmen. Actimel können wir nehmen. So, wir haben jetzt einmal Fruchtzwerg. Ja, und jetzt brauchen wir Actimel. Yakumo könnten wir noch nehmen. Oh, das kann ich alles nicht schreiben, Gammo. Mach du mal. Actimel. Fruchtzwerg. Activia. Für die Verdauung, sagst du? Dass der arme Junge sich hier nicht immer einscheißt bei seinem ultrakranken Ernährungsrhythmus aus Kreatin, Superkreatin. Ich hab nicht mehr genug. Kannst du kurz mich mit einer Erfahrungsflasche abwerfen? Ah, jetzt. Okay. Hier. Ah, Klassikwasser. Ja, das Klassikwasser von Kaufland. Ach, lol, stimmt. Das ist ja deren Eigenmarke. Boah, es gibt viel zu wenig Sachen. Wie viel fehlen uns denn noch? Über eins, viele zwei, Podeste drei, fehlen noch, vier, fünf, Alter. Sechs, sieben Stück fehlen uns. Paulana Spezi. Gutes altes Paulana. Schreibt man Schweiß. Mit SZ, mit S? Mit Z auf alle Fälle nicht, dann ist es die Schweiz. Das hast du gut gesagt. Danke. Also, mit SZ, oder? Wieso bist du eine Lohe? Jetzt los. Ah, stimmt. Ich kann aber mal kurz nochmal nach unten gehen, weil ich kann nämlich aus dem Labor was holen. Ich hole kurz aus dem Labor was Flo richtig anekelt. Komm mal her. Guck mal, das habe ich jetzt extra von unten geholt. Was denn? Plus 100 Gelatine. Aber jetzt sehe ich es bei mir auch, nachdem ich gestorben bin, dass das irgendwelche Regeneration. Sieht aus, als ob das Regenerations- oder Heilungspotion ja, genau. sind. Ja, safe. Okay, was vielleicht hätten wir es einfach mit Fett füllen müssen. Losschweiß, Actimel, Spezi, Activia, Mandy. Oh, hallo, ich habe dich erwartet. Was hast du denn sonst noch hier? Nichts. Ey! Nein. Doch. Ich wusste, dass das passiert und habe einen ganzen Stack gemacht. Hast du nicht, pack das hin. Pack es hin zum Beweis. Nee. Hast du es nicht gemacht. Doch, habe ich. Guck. Hast du es gesehen? Okay, jetzt reicht's mir. Pack's ganz am Ende hin. Ach, hier waren sogar Eier. Ich bin voll umsonst weggeflogen. So. Das ist asozial. Ja, okay, du nimmst das weg, wenn ich die Eierschale wegnehme. Ja, okay. Ist fair. Okay. Was mache ich jetzt mit dem Steak? Kannst du ja essen. Ih, stell dir mal vor, man könnte das Fett einfach essen. Bah, ih, hör auf. Yum. Wir brauchen jetzt hier noch ein paar Dinger, Alter, für dieses Podest. Ja, dann musst du auch mal mit überlegen, die ganzen... Ja, mach jetzt du auch. Du hast hier nur so Kackvorschläge, was soll ich denn hier mit Schmand, Junge? Schmand! Wusstest du, dass Fruchtiger für Fruchtiger steht? Wow, unser Amboss ist Fruchtiger. Zerbrochen. Was? Da müssen wir jetzt Gambos Bauchfett dahin platzieren. Es bleibt nichts mehr übrig! Was du jetzt?
Ja, was war denn jetzt das Letzte? Wir haben nichts mehr. Es gibt nicht viele ungesunde Sachen, ganze... Wenn man jetzt wüsste, was Flo so richtig verabscheut. Ist ja Waldmeisterbrause draufschreiben. So Mayonnaise draufschreiben. Oh ja, Mayonnaise. Ich finde Mayonnaise richtig widerlich. Mayonnaise findet dich sicherlich auch widerlich. Aber Gambo, du kennst doch das Mantra hier auf dem Channel, oder? Nein. Widerlich statt wieder nicht. Nein, das kann nicht sein, als ob hier ein Bild hängt, Transformation des Monats. Nein, das kann nicht sein. Was, wo? Kann nicht sein. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Wo steht das? Vorm Gym. Ach so, den Skin meint sich tatsächlich. Der sieht super. Okay, Gambo, für deine nette Unterstützung hast du dir den Freunde-Rang zwar noch nicht ganz wiederverdient, aber den Affen bekommst du wieder. Checken, ob es Cappuccino ist. Ja. Und jetzt fliegt das ganze Gym in die Luft. Ja. Das ist für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einer neuen Folge, meine Freunde, wieder. Bis dann, Leute, logisch. Haut rein und logisches Cheerio. Ciao.